Willkommen zu den Heimatgeschichten aus Moosinning. Die Gemeinde liegt im Erdinger Moos und wurde 1031 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Heute leben hier rund 6.500 Menschen. Hier entsteht gerade eine Lederhosen. Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute zu Besuch bei Burma Gwand, genauer gesagt beim Dominik Grabichler. Servus, Dominik. Servus, grüß dich. Schauen wir dir heute ein bisschen über die Schulter an. Welcher Stelle quasi bist du gerade? Was wird das einmal, wenn es fertig ist? Wir nähen gerade den Bund zusammen. Das heißt, da wird das Innenfutter vom Bund mit dem Oberleder vernäht. Dann verschnitten und verstürzt. Genau, und das ist jetzt die erste Naht, wo wir da gerade machen. Welche Schritte musst du da, also so eine Lederhosen, die entsteht alles komplett hier bei dir in der Werkstatt in Handarbeit. Was sind da die Schritte, die du durchlaufen musst? Wie geht's denn da los? Also die Kunden kommen zu uns und suchen eine Leder aus, suchen eine Stickereien aus, dürfen individuelle Wünsche mitbringen, die wir dann umsetzen. Und dann können sie zum Beispiel Knöpfe aussuchen. Also bei uns gibt es nicht nur Hirschhornknöpfe, sondern auch zum Beispiel Büffelhornknöpfe. Und dann nehmen wir Maß als letztes. Und dann geht es eigentlich los, dass wir den Kunden vermessen und dann den Schnitt erstellen und die Hose zuschneiden. Wenn wir dann mit dem Zuschnitt fertig sind, ist quasi eine der ersten Arbeiten, den Bund vorzubereiten. Da haben wir jetzt quasi hier die erste Naht gemacht. Ja. Und dann geht es weiter mit den Hosenteilen, die davor natürlich noch bestickt werden und hinterfüttert werden. Genau. Wie bist du zur Tracht gekommen, Dominik? Du machst das ja noch gar nicht so lang. Genau, also Bekannte und Freunde von mir, die haben mich mitgenommen nach Vilsheim zum Schillingerbäder. Der hat da Lederhosen gemacht im Keller, so wie ich. Und der hat mir dann eine Hose gemacht. Und ja, wie ich die Hosen nach einem Jahr circa abgeholt habe, habe ich gefragt, du Bäder, dass wir das lernen, das gefällt mir. Und dann hat er gesagt, ja, haben schon viel gesagt, sie lernen, sonst sind einmal gekommen und nie wieder. Und ich bin da halt dran geblieben und wir haben immer nach der Arbeit dann gemeinsam Hosen gemacht. Und als er dann 2016 verstorben ist, der Bäder, habe ich dann bei mir im Keller angefangen, Hosen zu machen. Ich habe noch bei ein, zwei Kollegen über die Finger schauen dürfen oder stehe mir auch mal beratend zur Seite, wenn ich nicht weiter weiß. Oder am Anfang vor allem. Und seitdem mache ich Hosen. Ich habe so ein bisschen meinen eigenen Stil entwickelt. Ich verbinde halt quasi moderne Maschinen mit so was ganz Traditionellem da auch hinter dir, gell? Genau, das ist eine sehr alte Knopflochmaschine, wo wir unsere Knopflöcher machen. Das ist ca. 40 Jahre alt. Wo wir auch Gott sei Dank noch Mechaniker haben, die das richten können. Jetzt hast du gerade gesagt, es geht los mit dem Leder. Und da sehe ich da hinten, da ist auch richtig viel Auswahl bei dir. Können wir uns das einmal anschauen? Gerne. Was sind das alles für unterschiedliche Ledersorten? Also wir haben Leder von 4 verschiedenen Gerber in der Hauptsache. Von österreichische und deutsche. Also ganz viel Rohware kommt aus Neuseeland. Die ist dann quasi perfekt und fehlerfrei. Und dann gibt es quasi auch Leder vom einheimischen Hirsch. Das schaut so aus, wie wenn es schon ein bisschen älter war, gell? Also ja, muss gar nicht mehr so viel tragen werden, damit es einen Charakter hat. Genau, das war jetzt mal so ein Sonderleder. Das ist eigentlich, wird schwarz gefärbt und dann schon ein bisschen bearbeitet. Und da sieht man jetzt, das ist quasi ein einheimischer Hirsch. Der hat Dasselfliegen, hat Narben, hat mehr Verletzungen. Der hat schon ein paar Mal gekämpft. Der hat schon ein paar Mal gekämpft, genau. Der hat dann ein bisschen mehr Spuren. Ja. Da zeigt uns das Leder quasi schon ein bisschen, wie der Hirsch gelebt hat. Stark. Genau. Und da suchen sie die Kunden dann quasi ihre Leder aus und können von den verschiedenen Farben quasi was auswählen, was sie gerne hätten. Stark. Und die Stickereien, die entstehen nebenan bei dir, gell? Die Stickereien entstehen Schauen nebenan wir uns das in der Werkstatt. An. Gerne. Da bin ich auch gespannt. Das ist jetzt Teil 2 von der Kellerwerkstatt. Genau, jetzt sind wir in unserem Bereich, wo wir zuschneiden und besticken, wo die Kunden eine Leder aussuchen. Wir haben da quasi Leder und die verschiedenen Hosen, wo wir dann immer herzogen. Ja. Hier am Tisch haben wir zum Beispiel die Säcklerseide,
wo die Kunden sich die verschiedenen Farben auswählen. Wir haben unsere Zierstiche, zum Beispiel Bäumchen oder Esslaub. Und hier haben wir jetzt quasi gerade eine Kundenhose, die einen Steinbock bekommt. Mhm. Und will ich euch mal zeigen, wie man den Steinbock noch sein Auge gibt. Das machst du alles in Handarbeit? Genau, also die Details, zum Beispiel jetzt so Augen, die werden dann von Hand nachträglich reingesteckt. Mhm. Genau, am Ende. Der Wahnsinn. Wie lange hast du dann gebraucht, um das zu lernen, wenn du jetzt gesagt hast, du hast das nach der Arbeit noch gemacht? Genau, also bin quasi 4, 5 Jahre nach der Arbeit immer so ab 17 Uhr bis 10 Uhr auf die Nacht haben wir immer gearbeitet und haben quasi dann die Hosen gemacht. Hab quasi viel über die Finger geschaut von meinem Lehrmeister und hab dann quasi das nachgemacht. Er hat mir immer gern das gezeigt, wie er das macht. Ich hab's mir aber dann quasi, er war sehr schnell im Tun. Und ja, er hat logisch. Das Jahrzehnte ja, gemacht. Und genau, wenn man da so routiniert ist. Gell? Genau, und hat dann immer nicht verstanden, warum ich da 2 Minuten länger brauche. Genau wie jetzt beim Eifeiteln. So ist das mit den Profis, gell? Genau. Und jetzt sehe ich da auch was ganz Untypisches für Lederhosen. Ein Flamingo. Genau. Was ist das für eine Geschichte? Genau, wir machen eine besondere Sache. Der Kunde, sein Vater kommt aus der Karibik und da ist quasi der Flamingo das Nationaltier. Und da haben wir quasi dann den Flamingo in die Stickerei mit eingearbeitet, dass er quasi aus der Heimat von seinem Vater quasi das da auf der Hose drauf hat. Der hat in seiner Lederhosen einen pinken Flamingo. Genau, der hat auf seiner Lederhosen einen pinken Flamingo. Stark. Genau. Und für so Sachen sind wir auch zum haben. Ja. Wir machen keinen Schmarrn, aber wenn jemand eine schöne Geschichte dahinter ist, dann machen wir das auch gern. Ja, genau. Toll. Dominik, vielen Dank soweit. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann schauen wir, wie das dann alles fertig ausschaut, wenn der Dominik so Lederhosen macht. Bis gleich. Da sind wir wieder mit den Heimatgeschichten. Heute zu Besuch beim Trachtenlabel Burmerquant in Moosinning. Neben den handgenähten Lederhosen gibt es beim Dominik noch jede Menge anderer Trachtenprodukte, die er nach seinen Vorstellungen und Designs in Bayern produzieren lässt. Aber jetzt zurück zu Lederhosen. Willkommen zurück aus der Lederhosenwerkstatt beim Dominik Grabichler. Dominik, und so schaut es jetzt aus, wenn du fertig bist mit deiner Arbeit, gell? Genau, das sind quasi fertige Hosen, wo wir gemacht haben. Das ist zum Beispiel, wenn wir da mal links drüben anfangen, das ist eine Blattlerhosen, die wo wir früh für Vereine machen. Mhm. Kann man auch in gelber Stickerei haben, das ist quasi Rindsleder. Oder auch ein schönes Einstiegsmodell quasi für junge Kunden, haben wir quasi Hosen aus Rindsleder. Jetzt, wenn du sagst für Vereine, das heißt, dann machst du da auch gleich mal 30 Stück von derer, oder? Genau, je nach Vereinsgröße, zum Beispiel so eine Jungbauernschaft, je nachdem, wie viele Mitglieder und wie viel gerade neue Hosen brauchen, wir richten dann die natürlich auch für die Vereine, genau, und machen wir die dann. Und das ist jetzt dann nochmal was ganz anderes, gell, genau, vom Stil her. Die zweite Hose, die wir sehen, ist quasi so eine Auszieher-Lederhosen mit Reliefstickerei. Da haben wir auch das Besondere, was bei uns ist, dass die zweifarbig gestickt ist, ganz dezent, man sieht es kaum. Die ist quasi so goldbraun-schwarz. So ja. Genau. Schön. Und das Besondere an der Hosen ist quasi, dass man unten das Bürsel hat und dass man hier Knöpfe hat und die erhabene Stickerei. Die nächste Hose, die man sieht, ist quasi schwarze Hirschlederne, sehr traditionell gemacht, bayerisch in einem Dunkelgrün mit Bändern an der Seite. Und was wir hier oben haben, ist unser Esslaub, das, wo wir auch besonders haben, dass wir das spiegeln, dass das quasi schön gleichmäßig ist. Und haben eine sehr traditionelle Gammstickerei auch. Und der Kunde hat natürlich seine Initialen hier bekommen. Genau. Und jetzt kommt was, was ich ganz besonders spannend finde. Du machst Arbeitslederhosen. Genau, meine Brüder sind Zimmerer. Und habe die Idee gehabt, dass ich Arbeitslederhosen mache. Die hier ist mit einem normalen Latz. Wir machen es quasi auch mit einem Zimmererlatz mit Reißverschlüsse. Und die hat dann quasi Meterstabtaschen, Messertaschen. Und hier so aufgesetzte Taschen, wo man Nägel
oder mein Grippel reinbringen kann. Und da schreibst du jetzt auf deiner Internetseite, die schützt vor Kratzern und vor Funken. Also mein Bruder, der war jetzt Schlosser, kann der schwarzen mit so einer Lederhose? Genau, also die ist jetzt aus Rindsleder gemacht. Ja. Da kann er ruhig schwarzen damit. Die darf ja einen Charakter kriegen und einmal ein paar Narben. Also das tut der Hosen nichts. Das ist ja irre. Und ist sicherlich sehr langlebig, besser wie Stoff. Ja. Genau. Und hier haben wir noch ein sehr altes Stück. Das ist quasi vom Hinterskirchener Trachtenverein eine Stiefelhosen. Da haben wir für die Jugend quasi Hosen gemacht und diese als Vorlage bekommen, dass wir die quasi sehen, wie die gemacht worden ist damals. Die ist ca. 60, 70 Jahre alt, die Hosen. Und Stiefelhosen heißt, die wird unten in den Stiefel hineingesteckt? Genau, die hat extra hier unten keinen großartigen Bund, das nicht druckt. Und die geht dann unten in die Stiefel hinein. Und tragen dann die Vereine. Und das tust du dann nach dem historischen Vorbild quasi wieder nachproduzieren? Genau, das haben wir nach dem Vorbild vom Verein halt quasi gefertigt. Die Hosenmacher gibt es natürlich nicht mehr, die wir gemacht haben damals. Genau. Also sowohl jetzt halt so ganz traditionelle Geschichten als auch moderneres. Was gefällt dir persönlich am besten? Mir gefällt immer, wenn die Kunden kommen und sie haben so eine Geschichte dazu. Ja. Zum Beispiel wie der Kunde mit dem Flamingo. Für den Flamingo, ja. Genau, oder es gibt eine Kundschaft, der hat einen Hecht drauf wollen, der heißt Hecht. Der hat den habe ich einen Hechten aufgestickt. Ja. Also wenn so eine schöne Geschichte dahinter ist, dann ist das schon besonders schön. Und wenn die Kunden dann die Hosen holen am Ende und dann lachen und die passt gut, dann macht das richtig Spaß. Genau. Dominik, abschließende Frage. Jetzt hast du ja gesagt, du hast das alles berufsbegleitend quasi neben dem Job noch gelernt. Hast dich jetzt aber ja wirklich selbstständig damit gemacht. Was ist für dich so das Tolle an der Tracht, dass du jetzt da wirklich alles umgeschmissen hast und da nochmal umgelernt hast? Ja, für mich ist das, die Lederhosen ist halt was Bayerisches und was bleibt. Also wenn man jetzt irgendwie im Büro was macht, der Zettel wird vergessen. Es kommen heute noch Kunden von meinem Lehrmeister zu mir und ich richte die Hosen von ihm. Und so eine Lederhosen ist etwas, was bleibt. Und der Kunde, der die bei uns kauft, der kann die auch an seine Kinder weitergeben. Ja. Man kann die Hosen einmal waschen, ja. Man kann die größer machen, man kann es kleiner machen, wenn es nicht zu weit fällt. Genau. Ein Kleidungsstück für die Ewigkeit. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke in dein Handwerk. Es war wirklich spannend für mich zum Sehen. Ihnen daheim sage ich danke fürs Einschalten und bis morgen in den Heimatgeschichten.